Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um zwei schicke Papageien-Mounts, die wir uns über ein neues Event aus Patch 10.2.6 erspielen können. Und zwar befinde ich mich gerade schon hier auf diesem Papagei. Der schimpft sich einmal Polly Roger. Und das ganze Ding ist einmal ein Drachenreitmount. Also heißt, wir haben diesmal einen Papageien als Drachenreitmount. Ihr seht, wir können hier auch ganz normal die Fähigkeiten einsetzen. Und ja, es gibt noch eine weitere Version von diesem Papageien, der dementsprechend kein Drachenreitmount ist. Wir geben jetzt hier mal Fasshaxe ein. Das ist nämlich die Fraktion, wo es beide Mounts gibt. Und dann haben wir nämlich jetzt hier den königlichen Meerfeder. Und ihr seht, das ist der komplett gleiche Papagei, nur hat er dementsprechend keinen so einen Hut auf und ist jetzt hier ein normales Flugmount. Ne? Also wir haben quasi die ohne Hut normales Flugmount, mit Hut ist quasi dann das Drachenflugreittier. Und beide bekommen wir von einer Ruffraktion, das ist einmal hier Fasshaxe Besatzung. Und ja, diese Ruffraktion können wir nicht im normalen World of Warcraft hochspielen, sondern da müssen wir ein extra Minigame spielen, was ich jetzt gleich nochmal ein bisschen erklären werde. Für den ohne Hut brauchen wir eine Ruhmstufe von 20 und für den Polly Roger, also mit Hut, brauchen wir die von 39. Ihr findet die nicht hier in dem Journal, ne? Also diese Ruhmstufen, sondern wenn ihr in-game seid, findet ihr die einmal in dem Gasthaus in Waldracken. Da könnt ihr nämlich hier mit dem Ork sprechen und da könnt ihr euch anzeigen lassen, wie hoch ihr seid. Oder ihr spielt den Plunderstorm, da wird es auch angezeigt, aber da werden wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau, also hier seht ihr die kompletten Ruhmstufen, da gibt es auch alle möglichen anderen Sachen wie Pets, T-Mog und auch noch ein anderes Seepferdchen bauen, wo ich auch schon ein Video zu gemacht habe. Da ist einiges dabei. Zu allen Belohnungen habe ich auch schon mal ein extra Video erstellt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns an, wo ihr diese Ruhmstufen spielen könnt. Und dafür müssen wir nämlich einmal ausloggen. Und dann hier oben zu Plunderstorm wechseln. Das soll jetzt nur so lange aktiv sein, aktuell, bis Patch 10.3, also die vierte Season, startet. Und ja, danach ist quasi erstmal das Ding ausgesetzt. Je nachdem, wie gut es ankommt, hat Blizzard aber schon gesagt, sie lassen es dann eventuell länger. Und hier könnt ihr euch jetzt entscheiden, ob ihr Solo oder Duo queuen wollt. Und vorher könnt ihr auch noch euren Charakter anpassen. Ist aber vollkommen egal, das ist nur quasi das Aussehen. Hier hat man auch keine Klassen, beziehungsweise die Fähigkeiten sammelt man während dem Spiel ein. Das ist so ein Battle Royale Spiel. Ich kann euch zwei Sachen empfehlen, wie ihr relativ schnell den Ruhm farmt. Und zwar ist es so, den Ruhm kriegt ihr dadurch, dass ihr Gold sammelt. Und das Gold könnt ihr quasi einfach aufsammeln, ist auf dem Boden, lauft da drüber. Beziehungsweise kriegt ihr auch von Mobs aus Kisten raus. Und im Solo, in der Solo-Queue kann ich euch empfehlen, dass ihr am Anfang eine Quest absolviert. Die ploppt dann immer oben auf, bringt euch 250 von den Gold, was halt auch 250 Ruf entspricht. Und das ist ein 1:1-Ding. Und wenn ihr die abgeschlossen habt, könnt ihr sterben und quasi neu reinqueuen. Ja. Bei der Duo-Queue kann ich euch empfehlen, mit einem Freund im Voice zu sein, das ein bisschen sich abzusprechen. Und da lohnt es sich tatsächlich, weil ihr beide die Sachen lootet und die auch gegeneinander bekommt, das Zeug, dass ihr das bis zum Ende durchzieht und versucht auch zu gewinnen. Wenn ihr andere Spieler tötet, bekommt ihr hier nämlich relativ viel Gold und auch Ruf. Und dann rentiert sich das. Ich habe teilweise Matches gehabt, wo ich 3.000 bis 4.000 Gold gekriegt habe. Und ja, ihr müsst so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ihr braucht für eine Ruhmstufe 2.500. Heißt, wenn ihr dann schon 3.000 aufwärts bekommt, wenn ihr das Ding gewinnt, dann rentiert sich das richtig. Dann könnt ihr in einem Match eine Ruhmstufe machen. Wir können uns jetzt mal kurz angucken. Das geht normalerweise relativ schnell, bis ihr in so ein Game reinkommt. Das sind wenige Sekunden, bis ihr quasi dann in so eine Lobby kommt. Da sind dann so 60 Leute in etwa drin. Und sobald genug da sind, geht das Ding los. Heißt, wenn ihr das mit der Solo-Queue-Variante machen wollt, mit quasi effizienten Farmen, dann kann ich da echt empfehlen, reinzugehen, warten, bis die 60 drin sind. Ihr werdet rübergeschossen und dann direkt eure Aufgabe erfüllen. Dann nach einer Minute oder so, wenn ihr fertig seid, sterben und wieder neu reinqueuen. Ist eine relativ fixe Angelegenheit. Gut, das sind soweit die Tipps, die ich euch geben kann. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne in die anderen Videos reinschauen. Euer Tilla, bis dahin, ciao.